Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen bei der 97. Ausgabe des Geek Talk Daily. Es ist Freitag, Karfreitag, der 14. April. Wir beginnen bei Burger King, gehen zu Google Earth, Amazon, Ubuntu, Instagram, Facebook Messenger, Workflow, Pokémon Go und Nintendo. Wie gesagt, wir beginnen bei Burger King, dort eigentlich, eine eher lustige Idee, die aber dann auf den zweiten Blick ein bisschen creepy erscheint. Die haben in den USA eine Werbung geschalten, die war nur 15 Sekunden lang und sollte die großen Vorzüge der Burger King Burger erklären mit all den frischen Zutaten. Im Endeffekt kam es dann so weit, dass es dort eben hieß, okay Google, erklär uns die neuen Burger King Burger. Daraufhin sollte der Google Sprachassistent, der hoffentlich neben dem Fernseher steht oder zumindest im selben Raum, eine Wikipedia-Suche auslösen und dementsprechend dann auch erklären, was in diesen Burgern drinnen steht. Ja, ein paar Editierungen auf Wikipedia später hat dann offensichtlich Google innerhalb von wenigen Stunden darauf reagiert und das gesperrt. Im Endeffekt ja, wahrscheinlich tatsächlich eine unsachgemäße Nutzung des Sprachassistenten. Mir graut jetzt schon davor, wenn das jemand bei uns probiert. Ich hoffe, dass das rasch unterbunden wird oder da vielleicht irgendwie eine Erkennung eingebaut wird. Im Endeffekt ja, eine leichte Dystopie das Ganze. Wir gehen zu Google Earth. Die haben eine kurze Ankündigung gestartet. Google Earth wird erneuert. Und soll eine völlig neue Erfahrung bieten. Am 18. April wissen wir mehr. Nächste Woche dann vielleicht berichtet euch der Achim darüber. Dort soll bei einem Special Event die neue Funktion oder was auch immer von Google Earth vorgestellt werden. Im Endeffekt wäre zum Beispiel eine VR-Variante davon irgendwie denkbar. Wir werden sehen, was es dann tatsächlich sein wird. Wir kommen zu Amazon und das ist vielleicht eine News, die viele überhaupt nicht interessieren wird. Andere wie mich trifft das Ganze durchaus ein bisschen. Amazon Buy VIP wird eingestellt und zwar schon im Mai, das Ganze am 30. Mai Schluss. Ab 8. Mai wird nichts mehr eingestellt und man kann auch keine Werbekostenerstattungen mehr bekommen. Ich bin eigentlich relativ gerne Amazon Buy VIP, also Käufer gewesen. Ich habe vor einer Woche das letzte Mal dort eingekauft. Irgendwelche Five-Finger-Schuhe, glaube ich. Insofern, ja, ich finde das Ganze recht schade. Viele andere kennen es vielleicht auch gar nicht, ja. Wir bleiben bei Amazon, gehen aber zum Echo und zum Sprachassistenten. Wir waren ja heute schon bei Sprachassistenten. Amazon hat das Alexa 7 Mikrofone Farfield Development Kit vorgestellt. Im Endeffekt ein Kit, das quasi die Mikrofontechnik der Alexa-Boxen auch für andere Entwickler aufmachen soll. Wir sehen die Tendenz, Alexa soll so ziemlich in alle Geräte Einzug halten. Dementsprechend gibt sich Amazon da sehr, sehr große Mühe. Wir gehen zu Ubuntu bzw. zu Canonical, der Firma, die Ubuntu betreibt. Dort hatten wir schon vor 14 Tagen ungefähr die News, dass Ubuntu Phone eingestellt wird. Jetzt gibt es auch einen Wechsel an der Spitze. Jane Silber, die ehemalige CEO, wird zurücktreten. Mark Shuttleworth wird wieder zurückkommen als CEO und soll dort ein bisschen umbauen. Wir werden sehen, ob der Umbau tatsächlich etwas bringt oder nicht. Wir kommen zu Instagram. Die bohren ihre Stories weiter auf, quasi der, sagen wir mal leichte Snapchat-Klon oder Konkurrent, zumindest wird immer wieder so gehandelt. Das ist einerseits angeblich sehr beliebt. 200 Millionen Nutzer sollen das Ganze täglich nutzen. Dementsprechend gibt es neue Features, zum Beispiel Sticker, die man selbst erstellen und nachher jederzeit verwenden kann. Wir bleiben bei Facebook, kommen aber zum Messenger. Dort gibt es nur mehr oder minder relativ beeindruckende Zahlen. Nach WhatsApp ist es der zweitmeist genutzte Messenger. Im Endeffekt sollen das 1,2 Milliarden Leute sein, die diesen Dienst nutzen. Sehr, sehr beeindruckende Zahlen von Facebook. Wir kommen zu Apple und zu Workflow. Wir hatten ja die Meldung, dass Apple Workflow gekauft hat. Daraufhin wurde es auch kostenlos verfügbar. Ich liebe die Workflow-App sehr. Mittlerweile gibt es schlechte Nachrichten, das, was ich schon angenommen hatte. Workflow wird mehr oder minder eingestellt, dementsprechend es wird keine Weiterentwicklungen mehr bei Workflow geben. Sehr, sehr schade das Ganze. Zum Abschluss zwei Game News, eine schon ein bisschen angekündigt, eine war auch zu erwarten. Wir beginnen mit Pokémon Go, dort gibt es jetzt ein Osterevent, das startete gestern Abend um 21 Uhr. Im Endeffekt bis zum 20. April könnt ihr dort jetzt in den Eiern, passt ja super zu Ostern, in 2 Kilometer Eiern mehr Pokémon finden als bisher. Zusätzlich gibt es, wie immer, mehr Bonbons, mehr EP, so das Übliche, was man zu so Events erwarten kann, sage ich jetzt mal. Aber ja, wir dürfen gespannt sein, ob das tatsächlich wieder Nutzer zurückbringen wird zu Pokémon Go. Zuletzt noch eine kurze News zu Nintendo, da hatte ich ja die Woche schon die Ankündigung, dass ein Nintendo Direct Event abgehalten wird. Dem war es auch so, im Endeffekt gibt es Veröffentlichungsdaten für relativ viele Spiele, die wir schon kannten, also keine großen Neuankündigungen, aber zum Beispiel gibt es auch immerhin schon mal ein Datum für Minecraft, das stelle ich mir mindestens doch durchaus interessant vor.
Auf der anderen Seite gibt es Joy-Cons in neuen Farben, gelb und ein neues Battery Pack, das für Joy-Cons kommen soll. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Zumindest das neue Farben bei den Joy-Cons kommen werden, war ja nur eine Frage der Zeit. Battery Pack fraglich für die Joy-Cons, glaube ich, brauche ich es nicht. Die Dinger halten doch fast 20 Stunden und ich kann sie an der Switch jederzeit aufladen. Aber ja, für die Konsole wäre es spannend gewesen. Leider gibt es da nichts. Aber immerhin, die Konsole hat ja die Möglichkeit, da USB-C Powerbanks anzuschließen. Das dürfte ja auch keine allzu schlechte Lösung sein. Das war's von mir für die Woche. Ich wünsche euch ein wirklich schönes Osterfest. Frohe Ostern in dem Sinne. Nächste Woche ist dann Achim für euch da und ich bin auf Urlaub. Wir hören uns aber bald wieder. Bis bald und baba. Hört mehr Geek Talk.